gleich bei Ihrer Rede ansetzen und dem Thema, das wir variiert gehört haben, jetzt die ganze Konferenz und schon seit vielen Jahren, nämlich Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen, muss sich mehr einbringen. Sie haben das ja auch noch mal gesagt, den Willen entwickeln, Verantwortung zu übernehmen. Was heißt das konkret? Am Beispiel zum einen Sahel, Sie haben das auch genannt. Warum ist das Engagement von Deutschland nicht größer, wie es sich die Franzosen schon seit sehr langem wünschen? Und das Beispiel Nummer zwei, die Straße von Hormuz. Sie haben gesagt, den französischen Vorschlag aufgreifen. Was kann dabei die Rolle Deutschlands sein? Also was das Thema Sahel anbelangt, ist es wichtig, dass wir über die sehr unterschiedlichen militärischen Initiativen, die wir zurzeit haben, von Seiten der Europäischen Union, von Seiten der Vereinten Nationen, sei es bilateral, etwa in unseren Unterstützungen für Niger, sei es bilateral in der Terrorabwehrbekämpfung von Barkhane, dass wir zum einen diese Initiativen zusammenfügen und daraus eine Gesamtstrategie entwickeln. Das ist bisher noch nicht der Fall. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir uns darüber verständigen, was ist eigentlich ein realistisches Ziel für die gesamte Sahelzone, ein Gebiet, das so groß ist wie Europa. Was wollen wir auch mit Blick auf die Terrorbekämpfung, auf den Aufbau nachhaltiger Strukturen erreichen und was können wir in welchem Zeitablauf realistischerweise erreichen? Diese politische Verständigung, dieses politische Ziel müssen wir formulieren und das müssen wir auch in die öffentliche Debatte stellen, denn wir brauchen die Unterstützung der Bevölkerung. Denn wenn wir uns in der Sahel engagieren, dann wird das kein Engagement von einem halben Jahr oder einem Jahr sein. Das wird uns lange fordern. Und wenn ich nicht erklären kann, was wir dort aufbauen wollen in einem vernetzten Ansatz, wie wir Schulen bauen wollen, ein Gesundheitswesen, wie wir wieder Prosperität schaffen wollen und was wir dazu auch militärisch leisten müssen, dann fangen wir am falschen Ende an. Diese Debatte führen wir zurzeit gerade innerhalb der Bundesregierung. Sie muss in der deutschen Politik geführt werden. Sie muss aber auch mit den europäischen Freunden und Nachbarn geführt werden, damit wir jeder mit seinem Beitrag eine wirklich konsistente Strategie für den Sahel entwickeln können. Die Straße von Hormuz? Bei der Straße von Hormuz ist es in der Tat so, dass wir immer gesagt haben, wir können uns und wollen uns der amerikanischen Mission nicht anschließen. Nun hat Frankreich ein Angebot gemacht, sozusagen mit eigenen Assets und mit Partnern seinen Beitrag auch zur Überwachung der freien Schifffahrt dort zu leisten. Für uns wäre es wichtig, auch mit Blick auf die Frage, was ist eigentlich die Grundlage, auf der wir auch vom Verfassungsrecht agieren können, dass wir sozusagen eine Grundlage haben, die eine gesamte europäische Handschrift trägt. Deswegen wäre der erste Schritt, dass wir daraus eine wirkliche europäische Mission machen. Und die Frage wird dann sein, was wird genau gefordert? Was wird der Sinn dieser Mission sein? Was soll beobachtet werden? Was braucht man an Luftassets? Was braucht man möglicherweise auch auf See? Wir sind im Moment gebunden in anderen Seemissionen, etwa bei UNIFIL zwischen Zypern und dem Libanon. Also was wird gefordert? Und bisher war es noch immer möglich, dass die Bundeswehr das, was von ihr gefordert wurde, auch gebracht hat. Was könnte denn der deutsche Beitrag sein und wie optimistisch sind Sie, dass es darüber in der Bundesregierung auch mit dem Koalitionspartner eine Verständigung geben könnte? Na, zuerst einmal ist aus meiner Sicht der deutsche Beitrag, dass wir nicht nur mit Frankreich politisch übereinstimmen, dass eine solche Mission durchaus einen Sinn macht und dass wir sie auch unterstützen wollen, sondern der erste Schritt muss immer sein, dass wir wirklich eine europäische Verständigung dafür haben, denn das ist die Grundlage, auf der wir überhaupt erst agieren können und alles andere wird sich dann weiterfinden. Wichtig ist für uns, dass deutlich wird, wenn es eine Mission ist, an der wir sozusagen auch unterstützen sollten, dann muss es eine Mission sein, die der Bewahrung der freien Schifffahrt gewidmet ist und nicht Teil von Maximum Pressure ist. Also die Bundeswehr dabei möglicherweise oder eher nicht? Erstmal die Frage, ist die Bundesrepublik Deutschland dabei? Und das wäre zuerst einmal der Punkt, was können wir in Europa an Entscheidungsgrundlage finden? Ich wiederhole es nochmal. Dazu müsste aber aus der französischen Initiative wirklich eine europäisch gegründete werden. Ich fände das im Übrigen auch ein wichtiges Zeichen der Handlungsfähigkeit in Europa. Der französische Präsident Macron hat ja heute Morgen nochmal sein Angebot erneuert, seinen Vorschlag für einen strategischen Dialog in Europa, speziell auch mit Deutschland, der auch die Rolle der französischen Nuklearkräfte innerhalb der europäischen Sicherheit mit thematisieren würde. Sie haben bisher eher
zögerlich darauf reagiert, haben sehr stark die Rolle des amerikanischen Nuklearschirms für die Sicherheit Europas betont. Spricht etwas gegen einen solchen Dialog aus Ihrer Sicht? Nein, gegen einen Dialog spricht sowieso nie irgendetwas. Die Frage ist, was die konkreten Punkte und was die konkreten Angebote sind. Das, was wir bisher von der französischen Initiative wissen, ist, dass sie auf jeden Fall gesagt hat, sie will nicht ihr Atomwaffenarsenal etwa unter eine europäische Kommandostruktur stellen. Das ist schon mal gesichert. Und die Frage wird dann sein, was soll dann sozusagen das Ziel dieses Dialoges sein? Und ich bin sehr dafür, dass wir in das Gespräch eintreten. Dann kann man auch über die relativ allgemeine Formulierung, über die konkreten Punkte reden. Aber ich bleibe dabei, der Schutz unseres vieler Staaten hier in Europa wird gewährleistet im Bündnis der NATO, wird gewährleistet durch den nuklearen Schirm der Vereinigten Staaten, an dem wir ja auch unsere Teilhabe haben und aus meiner Sicht auch weiter haben müssen. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Baustein. Und es passt in die Gesamtdiskussion, die wir ja durchaus führen, wie stärken wir Europa auf der einen Seite, ohne dass wir den Eindruck erwecken, Europa könnte die NATO ersetzen. Wenn wir Europa stärken, dann ist es vor allen Dingen immer auch die Stärkung der europäischen Säule innerhalb der NATO. Während hier auf dem Podium viel über die Weltlage und die Krise des Westens gesprochen wurde, habe ich auf den Gängen und hier in den Korridoren, in den Gesprächen viel gehört über die Lage der Bundesregierung und die Führungskrise in Ihrer Partei, nachdem Sie Ihren Rückzug angekündigt haben. Die Sorge ist, die ich wahrnehme, kann man eigentlich verantworten, dass Deutschland jetzt noch einmal viele Monate, möglicherweise bis Jahresende, in der wichtigsten, größten Regierungspartei die Führungsfrage nicht entschieden hat, dann vielleicht in einen Wahlkampf geht, also möglicherweise noch lange auch außenpolitisch gelähmt sein könnte? Also wenn man sich hier in den Gängen bewegt hat, dann spürt man natürlich, und das sieht man und spürt man ja auch in diesem Raum, wie sehr die Frage, was passiert in der Welt, was passiert in Europa, immer auch gekoppelt ist mit der Frage, welche Rolle spielt Deutschland und wird es seiner Verantwortung bewusst. Und die CDU ist die Partei, die in einer Tradition steht, die in einer Tradition steht von Konrad Adenauer, einem der Gründungsväter Europas, von Helmut Kohl, dem Ehrenbürger Europas, von Angela Merkel, einer der wichtigsten Stimmen in Europa. Und diese Partei ist sich sehr wohl bewusst, dass die Stabilität Deutschlands einen wichtigen Einfluss auf die Stabilität Europas hat. Und bei allen Entscheidungen, die wir treffen werden und treffen müssen, werden wir dieses Vermächtnis und diese Aufgabe auch immer mit ins Kalkül ziehen. Ich würde noch eine Frage aus dem Publikum nehmen, Herr Joffe. Bitte etwas Denkhilfe in Sachen Hormuz. Sie sagen erstens, auf keinen Fall mit den Amis, obwohl, wenn ich im Oberbefehlshaber wäre und ich hätte, sagen wir mal, auf deutscher Seite gerade mal 14 und auf französischer Seite 25 Kampfschiffe, die nicht unbedingt für Hochseemissionen konfiguriert sind, dann möchte ich die Amis eigentlich dabei haben, wenn es darum geht, die freie Schifffahrt zu schützen. Das ist so weit zur Logik. Zweite Frage und letzte ist, ich verstehe sehr wohl, warum die deutsche Politik immer Europa sagt. Aber Europa heißt ja sehr oft keine Entscheidung, weil sie 27 Nationen nicht zusammenkriegen. Handeln und Verantwortung darf man nicht denen überlassen, die eventuell im eigenen Haus eine Vetofunktion haben. Also wo entsteht hier die große deutsche Strategie? Ich sehe sie nicht. Helfen Sie mir bitte. Ich helfe Ihnen sehr gerne. Zum einen mit Blick auf die Straße von Hormuz. Sie haben von Anfang an gesagt, dass wir nicht Teil einer amerikanischen Mission sind, weil wir gerade als einer der Vertreter bei E3, weil als einer der Vertreter, die versucht, JCPOA zu halten und so weiterzuentwickeln, dass es eine Grundlage sein kann, in einer besonderen Art und Weise auch darauf achten müssen, dass wir nicht Teil einer Kampagne von Maximum Pressure sind. Das verträgt sich nicht. Und deswegen haben wir das immer sehr klar gesagt. Und alle europäischen Annäherungen, alle französischen Annäherungen, auch an die Straße von Hormuz, haben vor allen Dingen immer den Impact gehabt, dass überwacht wird, aus der Luft oder auch zur See,
nicht, dass sozusagen auch mit den entsprechenden Kriegsschiffen auf die Einhaltung gedrängt wird. Das haben die französischen Freunde wieder in den Raum gestellt. Und wenn Sie jetzt fragen, wie wird daraus etwas Gemeinsames, dann rate ich dazu, dass wir alle Artikel, die wir in der Europäischen Verfassung im Vertrag haben, auch nutzen. Und wir haben da einen Artikel, da steht drin, dass sich die, sozusagen die Staatschefs auf eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Vision einigen können. Dass das aber nicht bedeutet, dass auch alle europäischen Staaten daran teilnehmen können. Wir haben die Möglichkeit, auf der Grundlage einer gemeinsamen Entscheidung in einer Art Koalition der Willigen auch etwas zu tun. Dieser Artikel ist noch nie zum Einsatz gekommen. Und ich frage mich eigentlich, warum? Denn es ist, glaube ich, leichter, eine gemeinsame politische Position zu fassen, wenn sie nicht für jeden, der ja zum Teil in einer unterschiedlichen Situation ist, ganz konkret bedeutet, dass er sich auch mit seinem Beitrag daran beteiligen muss. Und wenn wir Staaten haben, die bereiter oder fähiger sind, das zu tun als andere, dann kann man beides doch zusammenbringen. Ich glaube, wir sollten mutiger sein in der kreativen Auslegung dessen, was uns die europäischen Verträge in die Hand geben. Frau Ministerin, ganz herzlichen Dank. Bitte schön.